So, gucken wir mal, wie das aussieht. Zack. So, der blockt ja hier. Aber, ja, vielleicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, und ich würde sagen, ich muss euch ein paar Sachen erklären. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, ist heute die Folge ein wenig später gekommen. Normalerweise lade ich ja meine Folge ziemlich früh wieder hoch. Und ja, heute ist etwas, beziehungsweise gestern ist etwas ziemlich Blödes passiert. Und zwar ist mitten in der Aufnahme mein Fraps abgeschmiert. Und das habe ich erst 2 oder 3 Minuten später mitbekommen. Und nachdem ich mir dann die Datei angeguckt habe, also die Videodatei angeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass die Tonspur komplett verschoben war und dass ab und zu dann Fraps abgebrochen hat, die Aufnahme, und das war alles nur eine Murksaufnahme. Ich habe mir jetzt überlegt, okay, gut, komm, du könntest jetzt natürlich hingehen und das Ganze nochmal neu bauen, weil ich save ja immer die Welt ab, aber im Großen und Ganzen war das auch keine wirklich interessante Folge, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um dieses relativ einfache System hier zu entwickeln. Ihr seht gerade hier auch schon meine Mobfalle. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Ich hänge hier nochmal eine Fackel hin, dann erkennt ihr es ein bisschen besser. Da unten ist so eine kleine Party von Monstern, die hier eigentlich nicht alle verkloppen wollen, aber mich sicher nicht weiter bewegen können, da diese Wasserblöcke, die in diese Ecke treiben. Ja, und das ist eigentlich auch schon die Mobfalle. Das heißt, hier ist halt der Mob-Spawner, wo die Mobs halt spawnen. Ich habe die Wand ein Stückchen nach vorne gezogen. Jetzt da die 2 Wasserblöcke gesetzt, die treiben die Monster dann in diese Lücke rein. Und da ist dann ein Wasseraufzug gebaut, den kann ich euch mal irgendwann zeigen. Wenn ihr wollt, kann ich euch den gerne nochmal zeigen. Aber wie gesagt, es ist nichts Simples. Ich habe halt unten ein Schild, dann wieder ein Schild, dann ein Wasserblock, dann ein Schild, ein Schild, ein Wasserblock, ein Schild, ein Schild, ein Wasserblock und so weiter und so fort. Das habe ich dann ein bisschen höher gebaut. Ja, und das Ganze geht dann hier runter. Das muss ich natürlich noch ein bisschen schöner bauen. Ihr seht, also es ist wirklich nicht so viel Zeit in die ganze Aufnahme hier geflossen. Aber okay. So, und dann fallen die hier runter und dann stehen die hier alle so schön rum und es funktioniert auch. Das ist das Schönste dabei. Und dann kann ich einfach schön ohne irgendwelche großartigen Schwerter hier einfach auf die Mobs draufhauen und ein paar XP farmen. Ich könnte mir natürlich jetzt auch ein Schwert craften. Das ist jetzt natürlich jetzt nicht so aufwendig. Und ja, das Schöne daran ist, es funktioniert. Und man muss dazu sagen, ich hätte es ohne eure Hilfe gar nicht geschafft. Das heißt, da kommt schon wieder der Nächste hier, der verkloppt werden will. Ja, ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Und da kommt schon wieder einer. Das ist, also es funktioniert wirklich einwandfrei und richtig cool. Ihr seht wirklich, wenn der eine tot ist, dann kommt schon wieder der nächste angeflogen hier. Super geile Sache. Und ohne eure Hilfe wäre das nicht möglich gewesen. Ich verklopp jetzt hier noch und dann verpiesel. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich verpiesel mich hier mal ganz schnell. Ja, ohne eure Hilfe, ich mache jetzt den dritten Ansatz und ich will hier raus, wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich habe sau viele, ja, per persönliche Nachricht, viele Briefe bekommen. Und das fand ich sehr, sehr richtig geil, richtig unnormal, richtig geil. Warum? Achso, ich bin gerade am Verhungern. Oh mein Gott. Da ziehen wir uns nochmal ganz schnell hier einen Schnitzel rein. So, und wir gehen nach oben. So, ja, ich habe sehr viele Videos von euch zugeschickt bekommen, wo ihr mir erklärt habt, wie ich die Mobfalle aufbauen sollte. Und ja, ich habe einem Video dann, oder mehreren Videos, das war im Grunde immer das Gleiche, nur halt anders erklärt. Und ich fand es ziemlich cool. Wenn ihr wollt, könnt ihr es auch gerne auf, als Videoantwort auf mein letztes Video posten. Ich werde das dann auf jeden Fall annehmen, weil, wie gesagt, ja, mehr kann ich eigentlich nicht dafür tun. Ich habe viele Videos davon geliked. Ich habe mir, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht alle Videos angeguckt, weil ich, glaube ich, über 10 Videos zugeschickt bekommen habe, aber ja, fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und ja, wie gesagt, ohne euch hätte ich das wahrscheinlich gar nicht geschafft, das Ganze so umzusetzen. So, ich hoffe, wir können uns jetzt mal schlafen legen und das werden wir natürlich auch sofort mal hier tun, ne? Da liegen wir schon in der Koje drin. Ach ja, und es gibt eigentlich so viel zu berichten und mich kotzt es eigentlich auch schon mehr oder weniger an, dass das jetzt, dass die letzte Aufnahme so ein bisschen verfailed ist, sage ich jetzt mal. Weil ich da wirklich ein paar Sachen gesagt habe, nochmal zu 1000 Abonnenten, dies, das und ja, pipapo. Eigentlich relativ schade, aber wie gesagt, der Aufwand wäre jetzt einfach zu groß gewesen und ich denke mal, für euch wäre das Video auch nicht so super interessant gewesen. So, aber an erster Stelle gehe ich jetzt erstmal hin und baue hier unten eine Workbench rein. Das nervt ja tierisch, wenn man hier unten keine Workbench hat. So, Workbench, 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 wo klatschen wir sie denn hin? Dahin. Komm, egal. So, und dann machen wir uns nämlich noch ein paar Truhen. Genau, machen wir hier so 28, das sollte reichen. So. Zack, 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 zack. So, dann machen wir uns hier schön 3 Truhen.
Die vergrößern wir ein bisschen und dann setzen wir hier nochmal eine hin. Ich würde. Ach nee, wir können. Haha, stimmt ja. So, sehr schön. So, jetzt haben wir hier eine schöne große Truhe. Hier kommen dann die ganzen Sachen rein, die halt so ein bisschen ja, wertvoller sind, so wie Eisen, Kohle, Diamanten, natürlich in die Mitte. Eisen, das kommt nachher nach oben. Die Eimer, die können wir auch mal hier rein tun. Die brauchen wir nämlich jetzt eigentlich momentan nicht mehr. Oder einen nehmen wir mit. Einen kann man immer gebrauchen. Vielleicht finden wir irgendwas, was wir mit dem Eimer mitnehmen können oder auch nicht. Und hier haben wir noch Eisen. Das können wir auch mal da rein tun. Obwohl, nee, warte mal, wir können uns nochmal eben ein Schwert craften. Wir müssen uns ein Schwert craften. Und wir müssen uns eine Pickaxe craften. Das heißt, so viel Eisen brauchen wir. Ja, was haben wir denn noch, was wir da reinordnen können? Eigentlich gar nichts. Dann gehen wir in die nächste Truhe. Hier kommen dann einfach mal so Ressourcen. Oder warte mal. Ich glaube, wir haben ja hier. Oh. Oh mein Gott, da muss ich ja noch aufräumen. Ich hasse aufräumen. Okay, so, wir machen jetzt hier einfach mal das Holz rein. Ach nee, das Holz können wir auch wieder mitnehmen. Scheiße! Nein, wir wollen ja jetzt gleich hier noch ein bisschen was an unserem Ställchen. Sagen wir mal Ställchen dazu. An unserem Ställchen hier rumbauen. Warte mal. Ah, wir nehmen jetzt einfach mal hier alles, was steinig ist, nehmen wir hier raus. Zack, das nehmen wir mal rein. So, zack. Und dann räumen wir mal ein paar Steine hier rein. Ich würde sagen, wir brauchen ja nicht alle. Deswegen räumen wir mal einfach hier so 3 Stacks, würde ich sagen, reichen. So, 3 Stacks. Den Zaun, den nehmen wir natürlich mit. Das Rottenfleisch brauche ich nicht. Ist eigentlich ziemlich uninteressant. Fackeln habe ich noch genug. Dirt nehmen wir nochmal 1 Stack mit. Das könnte man eigentlich immer gebrauchen. Bücher brauchen wir nicht. Kakteen brauchen wir auch nicht. Hecke brauchen wir auch nicht. Gravel nehmen wir mit. Können wir vielleicht auch gebrauchen. Sind auch nur 7 Blöcke. Ah ne, da haben wir noch ein paar mehr. Huh, sehr schön. So, hier haben wir noch Eisen, das können wir gleich auch sofort mal in den Ofen werfen. Und was haben wir denn noch so? Ach ja, genau, die Eier, die können wir mal mitnehmen. Das wäre nämlich ziemlich cool, wenn wir uns ein paar Hühner züchten könnten. Und hier, das nehmen wir auch mal mit. Und das können wir dann sofort in die andere Truhe reinsortieren. Ach ja, der Zander, der sortiert jetzt mal ein bisschen seine Truhe. Muss ja auch mal sein, ne, dass man hier mal ein bisschen aufräumt. Oh, da haben wir noch... Wir haben noch relativ viel Eisen, habe ich hier jetzt gar nicht mit gerechnet. Sehr cool. Gut, ich brauche aber eigentlich für mein Schwert gar keine 3 Blöcke Eisen, sondern nur 2. Das heißt, wir können nämlich einen Block noch dahin sortieren. Okay, so. Obwohl, warte mal, ich könnte mir eigentlich auch mit dem ein Diamantschwert machen. Aber brauche ich nicht. Ich mache mir lieber eine Diamantspitzhacke, sobald es dann irgendwann mal so weit ist, dass der Zander da mal endlich noch einen dritten Diamanten findet. So, und ich würde sagen... Wir begeben uns nach oben. Wir haben jetzt eigentlich... Ach, warte mal, was will ich hier mit dem Gold? Hohoho, da hat jetzt auch noch fast Gold mitgenommen hier. Goldig. So, 18 Goldblöcke. Mein Gott, da können wir uns sogar schon bald Schienen mitbauen. Also diese Power Rails. So, was haben wir denn hier oben drin? Saplings, die können wir mal eben kurz mitnehmen. Da können wir dann... hier Dingensbummens. Dirt, das gehört dann natürlich nicht rein. Und die Leitern eigentlich auch nicht. Aber egal, wir lassen das mal da drin liegen. Zack, zack, zack. So, die Setzlinge, die möchte ich nämlich mal ganz kurz hier eben noch aussetzen. Die Setzlinge aussetzen. Oh, der Zander, der ist schon wieder hier auf höchstem Niveau unlustig. So, und dann haben wir nämlich hier wieder ein paar Bäume in Reichweite, weil sonst müssen wir nämlich immer so übertriebenst weit in den Wald reinlatschen. Und ich hoffe, dass das vernünftige Bäume werden. So. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und mir wurde letztens gesagt, mein Gott, Zander, bau doch mal für die Kühe den Stall ein bisschen größer. Der Dirk, der Detlef und der Ingo. Und warte mal, wir haben ja hier noch eine. Wie nennen wir die denn? Wir brauchen ja eine weibliche Kuh. Obwohl, das wäre ein bisschen krass, wenn 3 männliche und eine weibliche. Wir machen lieber 2. Wir nennen Ingo nicht mehr Ingo, sondern Ingo ist jetzt eine Frau. Und Ingo heißt jetzt Elisabeth. Elisabeth. Oh Mann. Elisabeth und Bettina. Bettina, Elisabeth, Bettina, Ingo und Detlef. Ah ne, Ingo habe ich, ach egal, ihr wisst schon, was ich meine. Und im Grunde, ich werde es wahrscheinlich sowieso immer vergessen, außer Ingo. Das ist der Ingo und der Detlef, die beiden müssen eigentlich bleiben. Das sind hier meine Favorites. Oh, ich muss nochmal ganz schnell reinrennen. Ich muss nochmal eben das Eisen in den Ofen werfen. Oh, oh. Und wenn man den Button nicht trifft, dann ist er wirklich uninteressant. So, und wir wollten uns ja noch was craften. Was mache ich denn hier? Das ist ja die Workbench hier, Zander. Und da haben wir wieder Gold. Nein, ich renne jetzt nicht in den Keller. Das schmeißen wir eben kurz in die andere Truhe. So, ein Schwert craften. Zack. Da haben wir unser Eisenschwert und eine Spitzhacke. Genau. Für die Leute, die sich jetzt fragen, warum ich mir eine Spitzhacke aus Eisen crafte. Ich habe nur noch eine aus Stein und die ist gleich auch sowieso kaputt. So. Ja, dann fangen wir mal an und gucken wir mal, was wir hier designen können an unserem schönen Stall. Ich hoffe mal, dass wir überhaupt da irgendwas hinbekommen, dass das irgendwie ordentlich aussieht.
Ich würde sagen, auf jeden Fall muss ein Dach drauf. Das heißt, wir nehmen mal hier schön den Zaun in der Hand, in den Pfoten. Ja, ist ja gut. So, und ich würde sagen, wir machen das Ganze einfach mal relativ simpel und bauen erstmal auf die Ecken hier so, warte mal, das müssen wir durch Zaun austauschen. So und so und so. So, und jetzt würde ich sagen, dass wir das Dach so schräg abfallend machen, obwohl das ist jetzt auch so eine Sache. Da müssen wir mal gucken, wie man das gestalten könnte. Mal ganz kurz überlegen. Normalerweise ist das ja so, dass man bei vielen Stellen das so hat, dass oben dann irgendwie noch ein Lager ist für Heu. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet, aber ich habe das eigentlich so relativ oft mitbekommen, dass man dann oben noch so ein Heulager hat. Also jetzt nicht in Wirklichkeit, sondern in so Filmen und sowas alles, ne? Also jetzt hier mal nicht hier, ne? Genau. So. Ihr wisst schon, was ich meine. So, ich würde sagen, wir machen das so, dass das Dach hier so anfängt, dann so schräg hoch geht und dann da hinten wieder runter geht. Das ist, denke ich mal, eine ganz coole Sache. Da bin ich mal gespannt, wie das gleich hier aussieht, ne? Zander, du machst hier schon wieder Sachen. So, und jetzt müssen wir mal ein bisschen Jump-Action hier, damit... Oh, hat natürlich nicht geklappt. So. So, zack, das hat jetzt funktioniert. So, zack und zack. Und jetzt müssen wir von hier rüber jumpen. Dahin, sehr schön. Und zack. So, super. Jetzt müssen wir hier noch eben kurz 3 Zäune draufsetzen. Und dann haben wir... Oh, nee, jetzt fehlt uns ein Zaun. Ich glaube, es hackt. Warte mal. Ach, was mache ich denn? Ich habe da ja eine Workbench. Das ist immer aus dem Auge, aus dem Sinn. Bei Zander hilft auch im Hinterkopf nicht wirklich viel. Da sind die Erinnerungen falsch aufgehoben. So, und wir machen uns nochmal eben kurz hier 2 Zäune. Obwohl wir nur einen brauchen. Und, ne, wir brauchen 2. Haha, was ein Glück. So, sehr schön. Das heißt, so ist jetzt auf jeden Fall schon mal das Gerüst vom Stall, würde ich sagen. So, und dann haben wir nämlich, warte mal, Schweine, Kühe, Schafe. Und da können dann Hühner rein. Aber die Hühner, die brauchen ja eigentlich einen ganz anderen Stall. Dann können da meine Hunde rein. Das ist eigentlich auch eine Idee. Dann können da die Hunde rein. Und für die Schafe bauen wir nochmal so ein extra Ding. Ja, ist ja gut. Beruhigt euch mal. Ne? So, wir machen mal ein Lied weiter hier. Da dümpelt ja hier vor sich hin. Da hört man ja gar nichts von. Von dem Lied. Ich bin mal gespannt, ob man jetzt das nächste Lied hört. Es gibt nämlich einige Lieder in meiner Playlist, die sind sehr, sehr leise. So. Das ist auch sehr leise. Und das ist nicht so schön. Und das können wir auch lassen. Ist so ein bisschen Action-like, wie auch immer. So, jetzt müssen wir, genau, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall Stairs machen. Also ein paar Stufen. Zack, machen wir uns mal hier 64 Stück, dann sollte reichen. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Ich würde sagen, wir machen hier vorne... wir können eigentlich sofort... Warte mal, können wir das sofort so machen? Das sieht ja mal richtig ätzend aus. Sieht das ätzend aus. Warte mal, jetzt müssen wir... Ey, jetzt muss ich ja nachdenken. Ist das die gleiche Textur? Ja. So, jetzt gehen wir mal hin und machen hier oben... Machen wir so. So machen wir das. Genau. Und dann kommen da die Stufen dran. Das heißt, dieses Ding da oben wird schon durch eine Stufe ersetzt. Das ist doch schon mal ganz gut. So, gucken wir mal, wie das aussieht. Zack. So, der Block, der hier. Aber, ja, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Wir gucken uns das später mal an. Wir bauen jetzt einfach mal hier so ein bisschen drauf los und gucken uns das Ganze dann an, wie das aussieht. Und es wird gerade dunkel. Oh mein Gott. Nee. Oder doch, oder nicht, oder vielleicht. Ah, so. Sehr schön. So, jetzt kommen wir nämlich da. Und ich würde sagen, von der Seite sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wir müssen natürlich den ganzen Dirt-Pimmel hier... Krimmel, habe ich gesagt. Ich hab nicht das eine Wort gesagt. Sonst kichern jetzt wahrscheinlich viele so vom PC so... der hat das Wort mit P gesagt. Das habe ich letztens noch im Biologieunterricht gehört. Oh mein Gott. Zander, dreh dich so am Rand hier. Irgendwie sieht mein Haus... gar nicht mal so schlecht aus, muss ich jetzt gerade mal so by the way sagen. Was ist denn?
Detlef. Komm ran. Hä? Willst du mir irgendwas sagen jetzt? Hä? Was? Verarsch mich nicht. Ich sag's dir, verarsch mich nicht. So, ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal. Ich weiß echt nicht, was mit mir los ist. Ich habe keine Drogen genommen, definitiv nicht. Ich sage immer Nein zu Drogen. Also da mal ganz hier, ne? Ganz mal vorne weg und so, ne? So, und wir bauen uns noch ein paar... Bauen wir uns jetzt noch Stufen? Es wird Nacht. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, in der Nacht zu bauen, weil dann... Ey, wir müssen eigentlich mal Hunde suchen gehen. Okay, gut. Damit nicht wieder alles durcheinander ist, wir sind gerade am Dach dran. Wir sind am Dach, definitiv. Aber ich lege mich jetzt schlafen und dann gucken wir einfach mal, was, was hier noch so passiert. So. Ach ja. Da sind wir mal gespannt hier, wie das Dach aussieht.